Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Final Fantasy 7 HD Remake. Ne, nicht HD Remake, ne. Ne, nur Remake. Nach 47 Parts sollte ich das eigentlich schon wissen, ne? Aber egal, weiß nicht, das HD kam jetzt irgendwie raus. So, weitermachen. Ja, in der letzten Folge sind wir nach Sektor 7 gegangen, haben zu gucken, ob noch welche überlebt haben. Und ja, wir haben ein Match gefunden. Müssen wir ihn ordentlich aufpäppeln. Welcher vielleicht oder vielleicht auch nicht tot ist in der letzten Folge und dann ja sind wir irgendwo runtergefahren. Jetzt sind wir eben so ein Testgelände und ja, das ist ein bisschen doof. Hi. Ich hätte gerne noch mal so einen Roboter hier zum Bekämpfen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ne? Ich weiß jetzt, wie ich bestimmt auf 200 kommen kann. Nur zweimal in Festung einsetzen mit tiefer und dann einfach draufballern. Ich glaube, das wäre sehr gut und es gibt mir eine riesen Wahrscheinlichkeit hier. Aber das finde ich so geil. Ne? Du schießt auf einen und ich sag mal, weiß nicht, der stirbt dadurch. Und anstatt den Angriff irgendwie abzubrechen oder so, tut er direkt auf den nächsten Ziel. Ne? Finde ich so gut. Finde ich so gut gemacht. Oder Verschwendung. So. Barrett hat sein Level ab, aber ich weiß nicht, ob der genug Dinger hat. Ich glaube nicht. Sturmgewehr, aber das habe ich jetzt nicht ausgerüstet. Also, obwohl ich habe ja jetzt schon das Ding hier gelernt. Ne? Also, das ist am stärksten. Das ist eigentlich voll schwach. Nein, ich will Dings Waffenmodifikation. Das war Rad, verdammt, gehen wir zu schnell hier. So, 16 Punkte. Magische Attacke, ich glaube nicht. Staatsresistenz bei hohen TP, physische Abwehr plus 5. Was bedeutet das? Bei hohen TP erhöht die physische Abwehr, solange der TP-Wert bei, ach ja, das ist wie bei Sense of Hesperia, ne? Diese TP-Verfassung, KP-Verfassungsfähigkeiten, ich eigentlich nicht schlecht sind. Ne? Ich meine, du bist voll AP, das heißt, du machst mehr Schaden. Ne? Wo kam ich jetzt? Ich glaube, hier bin ich richtig. Ne? Ja. Okay. Menge Käfer. Oh, und das, nee, ich dachte, er wäre jetzt klaut. Nur jemanden so hochschlitzen gesehen, aber das war nur Käfer, die hochgeschlitzt hat. So, ich kann ja eigentlich den hier machen und. Alter. Geil. Einfach in die Masse reingezogen und alles war weg. Genauso wie ich das geplant hatte. Ich meine. Das ist genau das, was ich geplant habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Wie abstoßend. Oh geil, wir können uns hier wieder ausruhen. Main Theme of Final Fantasy 7. Hör ich überhaupt nicht raus. Hauptthema von Final Fantasy 7. Ich überlege gerade. Ah, wir schon. Ich dachte, es ist dieses. Also das erste Lied, was man wollte. Ich habe, wenn man Final Fantasy 7, das Original, anschmeißt. Dann wechselt es direkt zu Bombinger. Was ja auch in diesem Spiel vorkam. War Lied hier aus dem allerersten Intro, was ich hier zu diesem Spiel gemacht habe. So, hey, hier ist doch. Wo Wedge war. Er ist okay. Was?
Dieser Junge, hat er mir einen Schreck. Ich habe mir halt schon gedacht, weil man nicht gesehen hat, wie der gestorben ist. Ein Glück. Danke. Los, raus hier. Ja. Na, wo ist jetzt Cloud? Gutes Training. Ich sag irgendwie raus, dass der Typ sowieso irgendwie sterben wird. Barrett! Er wird auf irgendeine Weise so oder so noch sterben. Das sage ich jetzt voraus einfach. Hi. Bist du? Deine Kollegen? Bin ich ja gelandet. Wo kommen die denn her? Namenloser. Main Kingdom Hearts. Seid ihr verwandt mit den niemanden? Gott. So, warte, jetzt kommt wahrscheinlich Cloud so, ja, von dem Badass Auftritt, ne, pass auf. So. Ihr glaubt nicht, wie wütend ich bin. Ich bin so wütend, ich könnte Blut schreien. Ich könnte so laut schreien, dass ich Blut kotzen könnte. Irgendwie so was. So, boom. Oh, Verschwendung. Zum Glück, weil er ja direkt auf den nächsten, wenn einer kaputt gegangen ist. Ja, sag mal, ich wollte eigentlich. Muss natürlich nur umgedreht sein, richtig, ne? So, ruhig tiefer. Ich würde gerne die angesehen, die direkt neben mir sind. Danke. Bonk, 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 bonk. Aua, du. Au. Sag mal. Sehr gut. Easy. Na, da kommt noch mehr. Ja. Da kommt wieder das Fußvolk. Schaffen wir das? Na klar, was denkst du? Und so. Die ballern. Kann ich auch. Ich treffe die natürlich nicht, wahr? Komm ich wieder hoch. Toll, ist gesperrt. Ah. Okay, das sah jetzt irgendwie sehr komisch aus. Du sollst nicht auf die da oben schießen, du sollst den abschießen. Kein Problem. Ah, viel kritisch. Ich kann da meinen Glück boost. Einfach hier hinter. Dann treffen die mich schon nicht. Jetzt kommen die ja irgendwann hier runter. Mein Gott. Hier da hinten. Hör auf, mich zu schießen. Oder war so einer? Weiß ich nicht, weil er am Boden liegt. Ja, blieben du. Gerade Erfahrungspunkte, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube nicht, ne? Okay. Sollte ich mich abschießen, verdammt? Oh.
Der sieht groß aus. Ich habe das Gefühl, gegen den soll ich nicht kämpfen. Fangen, freilassen. Hier bin ich, stehe voll weit entfernt. Oh, der sah cool aus. Der Anlock. Ja. Wie anonymer? Mithril Klaue, an den als Dings. Stehbar Toxin, na super. Na super. Super. Liebe es. Ich komme ja nicht mal runter. Was soll das? Warum bin ich überhaupt hier hochgegangen? Was zum? So, mit dem wir mal Dinger hier, wo ich das hier machen kann. Oh. Toxin, danke. Das mache ich euch wieder. Jetzt gleich tot, sehe ich gerade. Na, was soll ich jetzt machen, wenn der nicht zu mir kommt? Dann kann ich gar nicht schocken, sehe ich gerade. Ich will Dings machen. Barrett. Ja, was soll ich denn machen? Komm doch wieder da runter. Hey, ist das blöd. Ja, super. Was ist das denn für ein blöder Boss? Okay, super Trank. Ich glaube, Tifa hat Meister der Gegenstände, aber was soll's. Darf ich nicht noch Regener haben? Ich hätte doch Regener angehabt. Boah. Gerade wo ich den schocken kann, ne, da geht er schon wieder in die nächste Phase und schockt schon wieder weg. Er ist so blöd gemacht. Ah, jetzt ist sie endlich mal unten, ey. Alles klar. So, ich habe den gerade geschockt, ne? Glaube ich. Auf deine Kollegen auf die zu werfen, verdammt. Ja, oh Gott. Heilen. So, ich weiß zwar nicht, was wieder schon mit Regina passiert ist, aber es ist irgendwie weg, deswegen mache ich es nochmal. Falscher Knopf. Ja,
Da kannst du mir mal sagen, haben wir jetzt schon wieder. Was ist denn das schon wieder? Er hat das absorbiert. Ja. Oh. Ey, die Bosskämpfe, die ich check die einfach nicht. Irgendwie weiß ich nicht, irgendwie Funktionen oder so oder Sachen. Ja, super. Okay. So, erst einmal du. Tentakel am besten. Wäre so geil, wenn ich den jetzt schocken könnte, ne? Aber den ja so, und jetzt beschwören oder ja, komm. Mach einfach. Bist du bereit? So. Okay, Blitzgar, okay, ich zieh mich. Irgendwas ist bei mir oder auch nicht. Oh, der Blitz. Ach, da gibt es einen Kollegen. Was? Oh, jetzt kann er sich heilen? Mit Blitzka. Oh, geblockt. Es war fast nichts gemacht, aber gut. Ja, jetzt reicht's, Mann. Er bereitet was vor. Schon wieder auf dicke Hose machen. Dann schieße ich dir einfach ins Gesicht. Oh mein Gott. Er bereitet was vor. Gut, dann mache ich mal was. Ja, bist schon tot. Geil. Ja, richtig geil. Er klang jetzt irgendwie so, weiß ich nicht. Jetzt hätte ich da was machen können, aber natürlich nicht. Stampede! Ich hau die einmal in die Fresse, so. Mein Gott. Metrik klauen, okay. Oh, da kommt Cloud. Da bist du ja. Sag doch, er hat vor dem Badass Auftritt, wenn er auftaucht. Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Hey, das war seine erste Limit aus dem Original. Na also. Woher wusstest du, wo wir sind? In dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Unverkennbar. Okay. Mal die Bosskämpfe, ich mag die irgendwie in dem Schwen. Die sind mir zu. Ich meine, die sind zwar Action gepackt und so und boah, warum kann ich den jetzt nicht. Ah. Ich hab den kaputt erst. Ist mir irgendwie zu chaotisch und weiß nicht, ich habe nie irgendwie Kontrolle über den Kampf, weiß nicht, wie ich das erklären soll. So, du hast Mitre Clown Plus bekommen, ne? Ich dachte, ich krieg irgendwie ein Schwert oder so.
Muss man noch mal gucken. Ne, Retrikan. Okay, weil da ein Schwert daneben war. Okay. Deswegen habe ich wahrscheinlich gedacht, ich kriege ein Schwert, ne? So. 85. Er hat mehr Magie als alles andere, habe ich gerade gesehen. Physische Attacke. MP-Verbrauch von Angriffsmagie minus 20%. Oh. So, okay, das ist definitiv mehr so für Magie ausgelegt. Wer hätte das gedacht? Ich will aber trotzdem lieber physische Attacke erstmal haben. MP Maximum 10. Elementare Abwehr. Das kann doch nicht schlecht sein. Das auch nicht. Das kann nicht schlecht sein. 20% weniger Angriffsmagie. Ja, das ist nur einmalig. Das ist ein bisschen blöd. Dann nehme ich mal eine magische Attacke, ne? Anderes habe ich nicht wirklich hier. Haben wir da schon mal alle und jetzt noch hier ein und sagen elementare Abwehr. So, ich glaube, sie hat auch ein Level up, ne? Nehmen wir mal die. Die sind für physische Angriffe. Schnelligkeit plus 7. Ich weiß nicht, was Schnelligkeit ist. Ich könnte mir zwei hiervon oder ein hiervon und ich könnte mir zwei generell holen. Schaden von Sprungangriffen durch Hinterhalt, Schockflatterer. Halt bei Spezialfertigkeit gegen Gegner einen Schockzustand TP. Das ist ein bisschen. Wenn irgendwann, wenn das alles andere gewesen wäre, dann schon, aber. Ja, weiß was hier magische Attacke. Also sie tut ja auch hin und wieder Zauber einsetzen. Eigentlich tut jeder hin und wieder mal Zauber einsetzen, aber was soll's. So, Lederhandschuhe sind auch aufrüstbar. MP Maximum plus 5. Schaden von Limit plus 5%. Oh. Das kann doch nicht sein, dass das erst jetzt tun die mit dem Level irgendwie neu auftaucht oder so. Ich meine ja, ne? So, ach, schade. Magische Attacke plus 10, schnell ich rein. Ja. Ich kann mir halt eigentlich aufsparen, ne? Jetzt irgendwas kommt, was ich haben möchte, ne? Aber ich kann ja die Dinger jederzeit zurücksetzen, glaube ich. Von daher ist es ja egal. So. Physische Abwehr. Hm. Ich würde schon fast sagen, das, ne? Ja. Das andere wird vertagt. Ja, alles klar. So, dann tiefer, du bekommst eine neue Waffe. Was ist da deine Fähigkeit? Platziert eine magische Sphäre vor tiefer, die Kontaktschaden verursacht. Okay. Hat jetzt jeder schon alles gelernt von seinen Waffen? Ja, ne? Ja, bis auf Eris, weil die ist gerade nicht verfügbar. Gott, wir sind voll im Eimer. So, darf ich mal sehen, wie sich Barrett da durchgezwängt hat. Dieses Loch. Das ist die dunkle Seite von Shinra. Ist sie nicht immer dunkel? Cloud?
Oh nein, die Viecher schon wieder. Kann ich mal aufhören, immer irgendwo aufzuschauen oder das irgendwo hinzubringen? Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Ich hätte sicher, der ist noch am Leben. Der hat bis jetzt noch keinen Mucks von sich gegeben, hat sich überhaupt nicht bewegt. Cloud? Hast du gut gemacht. Ich spiele immer noch bei Red. Ich weiß, er klingt jetzt voll ernst, aber ich will irgendwie nicht, dass der überlebt. Deswegen habe ich so das Gefühl, der stirbt irgendwie so oder so noch. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Deswegen weiß ich nicht. Das will irgendwie das Original irgendwie ruinieren. Die waren nämlich alle tot im Original. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Hör auf! Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Ist auch ein großer Typ. Und groß meine ich fett. War es unpassend? Ich entschuldige mich. So, Kapitel 13 abgeschlossen. So. Von Parteien irgendwie auf das geht. Kostet aber nichts, ne, wenn ich die zurücksetze. Das alte Volk. Schöner Konzern. Ne. Turks. Danke. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira, wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das. In einem geheimen Labor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschen Leben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Oh.
Okay, ich würde aber sagen, das ist ein perfekter Moment, um einen Cut zu machen, ne? Ich gucke noch mal kurz hier rein, ne? Und ja, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Nächste Folge geht's weiter und wir verfolgen Iris, Fragezeichen, die da unten am Rumlaufen war. Und ja, den sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr das bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.